Salve, Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Humankind Part 2 auf diesem Kanal. Leute, Epic Games hat es so gut gefallen, dass wir hier das neue Projekt schmeißen, weshalb die heutige Folge auch noch gesponsert wird vom Epic Games Store. Vielen Dank dafür. Solltet ihr ebenfalls Lust haben, Humankind zu spielen, schaut gerne in die Videobeschreibung, kauft es euch im Epic Games Store und benutzt gerne den Creator Code Hand of Blood. Prost! Also, ich habe jetzt einige neue Erkenntnisse zwischendurch gesammelt. Und zwar, wir haben, erstmal, ich habe die Cam ein bisschen weiter in die Mitte gelegt, ihr seht es, damit man hier die beiden Geschichten mal auch sieht. Und was ich letztes Mal noch nicht so ganz gepeilt hatte, wir haben ja hier den gesellschaftlichen Fortschritt, mit dem wir dann Verordnung machen können. So. Das Ding ist, ich habe jetzt noch nicht ganz gerallt, wann man welche Verordnung wählen kann. Aber ich glaube, dass in zwei Zügen, steht ja hier, in zwei Zügen wir die nächste Verordnung wählen können. Und das geht umso schneller voran, umso mehr Einfluss man pro Tag bekommt. Weil das ist beides lila. Und hier ist ja auch Thema Einfluss 4. Und das ist übrigens unsere Ideologie. Das hatte ich letztes Mal anders genannt. Ja. Des Weiteren sehen wir hier auch unseren Wissensfortschritt. Der ist ja gerade bei 0, weil wir den Baumeistermodus anhaben, der ja sagt, jegliches Gold und Wissenschaft wird umgewandelt in Industrie, damit wir weiter unser Städtewachstum vorantreiben. Ja. Und dahingehend ist, glaube ich, ein Problem. Die Map ist jetzt nicht so groß für all die Spieler. Wir haben ja hier 6 Spieler. Wahrscheinlich haben wir hier noch irgendwo einen zweiten Kontinent. Hier so. Hier sind auch wir schon wieder. Und Babylonien, also ja. Wir haben, glaube ich, ein bisschen gepennt. Wir waren zu wählerisch, was unsere Außenposten und Gebiete angeht. Das hier hätte ich halt sehr gerne. Das wird der erste Versuch, Babylonien hier anzugreifen. Wie dem auch sei, ich muss jetzt halt zusehen, weil das ist ja erst mein drittes Gebiet, was ich hier bekomme, dass ich dieses, wo gar keine strategische Ressource ist oder ein Luxusgut, aber hier vielleicht potenziell ein guter Ort für eine Stadt, aber auch vor allem dieses Gebiet hier bekomme, mit Salz. Ja, da müssen wir ein bisschen jetzt gucken, dass wir hinterherkommen. Wir müssen halt vor allem hier mal Nahrung weiter pumpen, weil das ist eine Stadt im Gebirge, wodurch hier sehr viel Industriesachen sind. Das müssen wir irgendwie ein bisschen jetzt zügig bebauen mit Nahrungsinfrastruktur oder Infrastrukturen, die einem Nahrung und Bauernplätze gibt oder halt Bauernviertel. Übrigens, Bauernplätze steht hier zum Beispiel, Bauernplatz auf Stadt oder Außenposten plus 1 oder hier beim Kornspeicher plus 1 Bauernplatz. Hier sind ja erstmal nur 5 Bauernplätze, aber die kann man erhöhen. Und wir brauchen übrigens 6 Nahrung pro Bauer. Und für den Überschuss kriegen wir ja dann Wachstum. Ja, und aktuell, ja, da kommen wir auch später noch zu. Ich meine auf jeden Fall auch Städtewachstum, aber erstmal so. Ach nee, warte mal. Oh, dann dauert der Tierstall nur 2 Runden. Das ist, glaube ich... Ja, so, okay. Nice. Dann dauert der Tierstall nur noch 2 Runden und wir kriegen trotzdem recht zügig einen zweiten Bauern. Okay, so. Das heißt, der Plan ist jetzt erstmal... Übrigens auch ganz nett, wenn man die Stadtansicht macht. Dann wurde mir eben, als ich hier rumgeschoben habe, wurden mir hier Symbole angezeigt, welches Gebäude... Na gut, egal. Kann man natürlich noch ein bisschen gucken, was man alles noch so optimiert bei der Übersicht. Aber egal, okay. So. Das heißt, wir brauchen mehr Außenposten, mehr Gebiete und wir müssen weiterhin mehr erkunden. Wir müssen erkunden, erkunden, erkunden. Deswegen schicke ich die jetzt einfach mal da hoch. Mit denen mache ich hier Stress. Und die heile ich dann auch mal.
Und ansonsten, genau, haben wir hier jetzt noch ein Ereignis? Die Propagandamaschine, Berichten von eurem Militärkommandanten in Verbindung mit entsetzlichen Erzählungen vom Schlachtfeld bestätigen, dass eure Truppen einen großen Sieg gegen die Ägypter erringen konnten. Hey, ich bin doch Ägypter. Ärgerlich ist jedoch, dass Neuigkeiten aus anderen Teilen eures Reiches ein vollkommen anderes Bild zeichnen. Scheinbar kursieren Geschichten darüber, dass eure Truppen bezwungen wurden und die Ägypter siegreich waren. Hey, ich bin doch Ägypter. Das ist auch mein Symbol. Okay, also. Wir können hier... Oh, Wissenschaft für 10 Züge. Das wäre nice. Stabilität brauchen wir gerade nicht. Wir haben nämlich ganz gute Stabilität in der Stadt. Genau. Gut, so, dann haben wir hier noch ein Ereignis. Neuigkeiten von Grenzen. Ein äußerst großzügiges Angebot. Informationsabkommen, Karte teilen, ja. Das klingt schmackhaft. Prächtig, schmächtig, so soll es sein. Formidable. Wunderbar, ich bin sehr erfreut. Okay. Geil, jetzt teilen wir Karte, jetzt bin ich gespannt. Aber ab nächsten Zug, ne? Ab nächsten Zug. Okay, Runde beenden. So, dann gehen wir mal los. Guck mal hier, ja, sowas. So, er hier greift hier mal an. Zugriff. Oh, der zieht sich zurück. Haha. Und sie haben einen Groll aufgegeben. Okay. Sie gehört uns. Sehr schön. Der darf doch hier gar nicht sein, oder? Kriegt er jetzt nicht Damage, wenn er in meinem Bereich ist? Okay. So, das war eine schöne Schlacht. Schöne Schlacht. Sind geflohen. Ehre. I bid you greetings in the name of my proud people. Ja, du wirst schon noch leiden, Bruder. Ich glaube, wir brechen das. Handelsabkommen beenden. Bekannt geben, dass die Handelsbeziehungen zwischen euren Reichen ab sofort eingeschränkt werden. Aber wobei... Ich meine, ich habe jetzt einen Kriegsgrund. Ich könnte ihn... Also, ne, ich habe genug Kriegsunterstützung. Ich könnte ihm den Krieg erklären. Das Ding ist, ich kann das noch gar nicht einschätzen, ob ich mich jetzt hier verbrenne oder nicht. Ne? Was kommt denn damit so einher? Reiche können einander ungehindert und ohne Rücksicht auf die Position ihrer Armeen angreifen. Alle Handelsvereinbarungen werden aufgehoben, Handelsrouten werden zerstört. Keines der Reiche respektiert die Grenzen. Es werden keine geografischen oder strategischen Informationen zwischen den Reichen weitergegeben. Ja, und ich könnte, also ich habe hier einen ganz guten Trupp. Und von ihm habe ich jetzt noch nicht so krass was gesehen. Nee, ich sollte, glaube ich, meinen Fokus erstmal darauf richten, diese beiden Bereiche hier zu sichern, Gebiete. Und dann wird das hier halt mein erstes Angriffsziel. Wobei, wenn ich ja jetzt hier nochmal auf Gesellschaft gucke, hier steht ja weiterhin, dass das eher mein Gebietseinfluss ist. So, und das wollte ich mir alles nochmal genauer angucken. Das geht übrigens immer von den Hauptstädten aus. So. Hauptanwärter sind wir beide. Die Ägypter haben von insgesamt 30 Einfluss, 17 Einfluss auf dieses Gebiet. Einfluss durch die Ägypter in diesem Gebiet ergibt sich aus 0 Einfluss dieses Gebiets, 17 Einfluss anderer Gebiete. Das heißt, es hängt schon alles mit der Einflussproduktion ab. Okay. Gut. So, genau. Er hier. Machen wir mal aus. Und du, wir schicken den hier nämlich mal in die Stadt. Und lösen ihn auf. Weil dann bekommt die Stadt eine Bevölkerung mehr. Ehre. Hier, jetzt sind die Symbole da. Seht ihr das? Why?
Zur Bauwarteschlange von Spandau wird hinzugefügt Kunst. Ah, kann ich quasi so quickmäßig, quicktime-mäßig das. Okay. So. Gut. Dann, genau. Ihr marschiert. Kann ich das nicht auch hier machen? Gehört ja auch zur Stadt. Wie löse ich die jetzt auf? Geht das nicht? Oder geht das nur in der Hauptstadt? Stationieren, überspringen, neu aufstellen. Ah, draufklicken. Einheit auflösen. Ihr könnt Einheiten in befreundeten Gebieten auflösen und sie als Bevölkerung in Außenposten oder Städten entsenden. Ja, machen wir. Die bringen da unten eh nichts. So, und jetzt booste ich hier nämlich ein bisschen meine CD. So, nämlich. Sehr gut. Okay. Ich könnte jetzt auch den Baumodus mal stoppen und weiter forschen. Aber ich glaube, das mache ich erst nächste Runde. Okay. So. Dann wollen wir mal. Wir gehen erstmal dahin. Kriegen 20 Gold, schön. Können wir hier jetzt... Ne, wir brauchen 80 Einfluss. Ja, dann klären wir hier die Zuflucht, würde ich sagen. Wobei... auch 20 Gold, schade, kein Einfluss. Na gut, aber den jagen wir einfach mal, würde ich sagen. Hier oben gibt es generell viel zu holen. Diesen drei Positionen, die ich abfarmen kann. Da unterstütze ich mal. Okay. Gut. Dann. Genau. Hier ist ja was fertiggestellt worden. Was denn nochmal? Was hatte ich hier? Ich glaube, es war ein Tierstall, ne? Ja. Das heißt, hier ist jetzt Nahrung hochgegangen. Dann machen wir jetzt einen Kornspeicher. Sehr gut. Okay. Ich glaube, das war's. Was ist hier? Könnte ich angliedern, mache ich aber nicht. Ja, hier entsteht vielleicht... Ja, ist auch kein so guter Spot, ne? Aber wir hatten ja schon gesagt, dass die Region jetzt nicht so fruchtbar ist. Mhm. Oh. Ich glaube, jetzt kann ich sie angreifen. Ja. Ausgezeichnet. Ihr switcht. Ihr seid eher mal hinten. Okay. Okay. Flankieren. Nahkampfeinheiten sind stärker im Angriff, wenn sich auf der gegenüberliegenden Seite ihres Ziels eine verbündete Einheit befindet. Aha. Okay. Also, ihr geht erstmal dahin. Dann geht ihr dahin. Und ihr geht dahin. Und ihr bleibt da. Ne, ihr geht sogar noch weiter zurück. So. Jetzt. So würden die 39 Schaden bekommen. So würden die 32 Schaden bekommen. Okay. Dann fangen wir mal an. Das sind auch die Axtkämpfer, die sind stärker. Wie viel? Ja, die haben 19 Kampfkraft. Krass. So. Und das sind auch normale Speer. Let's go! No mercy. So. Und ihr verteidigt. Achso, die sind eh dran. Was? Die haben sich gegenseitig gekillt. Oh mein Gott, nein. Wir haben eine Einheit verloren. Das war ja Worst Case. Krass. Ja, weil die vom Hügel angegriffen haben, wa? Das ist natürlich bitter. Okay. Oh, hier ist jetzt was los. Speak, fool. Pollute my mind with your vile chatter. Ach, der will jetzt 100 Jold, ja? Nee. Trotz eurer guten Absichten würde es meinen ruhmvollen Namen schädigen, so wenig anzunehmen. A good ruler knows when to withdraw their demands. Now is that time. Ha! Ich wusste, ihr würdet einlenken. Ich glaube, die Voiceline ist falsch. Hier steht ja, sie fordern, dass wir 100 zahlen. Aber ich habe hier gelabert, dass die zu wenig mir geboten haben. Hä?
Aha. Aber jetzt haben sie die Forderung zurückgezogen und gekniffen. Und dann habe ich gesagt, ihr wusstet, ja, okay, das passt dann wieder. So, zu Flo. Und plündern. Oh, das wäre auch gut. Okay. So, eine Runde bis Kornspeicher. Hier ist jetzt jemand Neues, richtig? Ja, anstatt 134 Züge 9. Das ist gut. Okay, so, mehr Plätze habe ich da jetzt nicht. Ich habe nur 3 von 3. Und durch den Kornspeicher sollte ich ja einen Platz mehr bekommen. Ah, da steht es jetzt auch. Schön, ja. Okay. Gut, ich würde jetzt den... Ich würde das hier jetzt stoppen. Und hier ein bisschen Wissenschaft jetzt bekommen. 31 pro Zug? Ah ja, ich habe dieses plus 20 von Lernen. Okay, so. Wir erforschen, was erforschen wir denn? Wir erforschen... Ja, wir wollten eigentlich jetzt das Rad schnell erforschen, aber wir können natürlich hier auch nochmal Bewässerung. Das wäre auch ganz gut. Plus 2 Nahrung auf Fluss. Das heißt, wir können hier die ganze Bewässerung ballern. Ich glaube, das machen wir. Okay, Runde beenden. Neuer Groll verfügbar. Wir können um Kriegsentschädigung bitten. I bid you greetings in the name of my proud people. Warte mal. Bei welchem Volk? Bei ihr? Heute ist ein großartiger Tag. Unterdrückung meines Volkes. Ihr seid besorgt um die Bevölkerung von Zaviyawa, die unter der ungerechten Herrschaft der Harapana steht. Zaviyawa, Junge, wo liegt das? Ungerechte Herrschaft? Ach, hier! Warte, das sind meine Leute? Are you sure? Tatsache. Wir haben hier 70%. Da weiß ich, da verstehe ich jetzt noch nicht ganz genau. Warum haben wir hier 71%? Aha. Ja, von 24 Einfluss haben wir 17, weil... Einfluss anderer Gebiete, also wahrscheinlich die beiden. Und von denen grenzt hier irgendwie nur ein Gebiet an. Aber dieses Gebiet habe ich, hier habe ich auch mehr Einfluss, aber... Vielleicht hängt das auch irgendwie damit zusammen, weil... Was sind die nochmal vom Typ hier? Harapana? Naja, okay. Ja, sollte ich sie ein bisschen unter Druck setzen? Und sie soll mir den geben. Machen wir mal. Dieser Verrat muss mit Land bezahlt werden. Sonst gehe ich nicht weg. Selbst für euch ist das inakzeptabel. Okay, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Ruf hat sich geändert. Die Harapana haben einen Ruf als Händler Stufe 1 erhalten. Mhm. Ja, okay. Jo, sie ist sauer, das sieht man ja. Ach, hier! Ach so! Dieses Abzeichen sorgt dafür, dass die Handelsposten entlang der Handelsrouten seinen Besitz... Okay. Ja. Pferde haben wir jetzt nicht mehr, oder doch? Wurde irgendwie blockiert. Warte mal. Wurde blockiert, ne? Ja, dann ziehen wir mal die Forderung zurück. Ich schätze, darauf kann ich jetzt doch auch verzichten. Zieht eure Wege. Ach, meine Lieblingsworte. Das war nicht so schwer, oder? Ja, wir schauen noch, ne? Pia, wir schauen noch. So. Gehen wir dahin. Jetzt gehen wir hier durch, aber ist ja nicht schlimm, weil wir haben offene Grenzen, ne? Hä, hatten wir nicht auch gesagt, wir teilen die Karte? Karte teilen? Ja, okay, ich sehe ja hier auch alles, ne? Hier oben hat die nichts erkundet.
Na gut, sie hat auch halt nur zwei, drei Bereiche, ne? Okay. So, jetzt ist ja die Frage. Aha. Den könnte ich mir holen. Aber ich glaube, ich habe dann hier wenig Einfluss. Was ist denn hier oben? 10 und 11. Ja, aber wahrscheinlich ist das hier... Hier ist ganz viel Wald. Aber hier ist ein Fluss. Ja, ich glaube, hier werde ich den Außenposten jetzt bauen. Muss mal gucken, wie hier mit Einflussbereich ist und so weiter. Aber schauen wir mal. So, was haben wir hier noch? Eine untätige Stadt. Ja, jetzt haben wir hier 4. Sehr gut. Okay, nice. Gut, wir könnten jetzt hier ein Festmahl als öffentliche Zeremonie veranstalten. Kriegen wir 5 Nahrung. Mhm. Oder wir können hier jetzt mal anfangen, Luxusgüter abzubauen. Weil zum Beispiel hier Gold kriegen wir Stabilität und Geld. Bei Kaffee kriegen wir Nahrung pro Bauer pro Kaffee. Ja, das ist nice. Dann machen wir das mal. Schön. 2 Züge. Gut. Ne, 1 Zug. Alter, crazy, ne? Soll ich den Baumodus? Ja, der ist ja aus. Gut, okay. Okay. Schick. Wie ist mit Verordnung? Irgendwie kann ich keine... Eine hatte ich noch nicht. Doch, doch. Die habe ich alle abgeschlossen, ne? Gut. Okay, dann beenden wir den Zug. Ja, dann wird hier nochmal gefightet, klar. Sofortige Lösung. So, haben wir ihn besiegt, aber haben auch gut auf die Schnauze bekommen. Ja, wo war das denn? Ach, dieses Feld hier braucht deutlich mehr zum Überqueren. 5 Gold hat das gebracht. Na gut. So. Die Babylonier haben sich für 30 Geld Zugang zu eurer Ressource Kaffee erkauft. Mhm. Wir können um Kriegsentschädigung bitten. Und die Bevölkerung ist um 1 gestiegen hier. Das ist nice. Hier können wir jetzt für 160 Einfluss das auch zu einer Stadt machen. Schauen wir mal. Okay. Oh, die wollen, glaube ich, auch gerade das Gebiet. Müssen wir uns beeilen. Also, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ja, dahin. Follow me. Geht nicht. Nächste Runde. Okay. So. Wir haben 9 Groll. Wir verzichten darauf. Also, niemand von uns juckt das. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wie enttäuschend. Wieso ist das enttäuschend, wenn ich ihr Gebiet nicht anfechte? Ist sie irgendwie, steht die da drauf? Oder ist sie irgendwie impulsiv, offen, loyal? Nö, eigentlich doch. Oder Neigung, überheblich. Aha. Deswegen wahrscheinlich. Gut. Wie kann ich das den Babyloniern verwehren? Ich will nicht, dass sie durch meinen Kaffee profitieren, aber sie geben mir halt Gold. Das ist ganz schick. Babylon. Ach, die haben hier Kunsthandwerk. Könnte ich mir auch erwerben. Gesamtpreis 124. Ach, Porzellan ist das. 4 Stabilität, 3 Geld auf Hauptplatz. Das Ding ist, man hat hier immer so einen, also so wie ich jetzt Handeln verstanden habe, man hat hier schon einen relativ hohen initialen Gesamtpreis, den man zahlt, aber zum Beispiel durch Porzellan hier kriege ich ja jede Runde 3 Gold. Ja. Und dann nach 10, 20, 30, nach 40 Runden bin ich schon quasi wieder point even. Wisst ihr? Was ist hier für ein Messer? Ach so. Ja. Porzellan. Aber
Ich glaube, mir ist tatsächlich gerade wichtiger, dass wir das brechen und die keinen Kaffee kriegen. Euer Verhalten ist eine Schande für euer Volk. Wir werden nicht mehr kooperieren. I can only assume in these circumstances that you're joking. So. Was haben wir hier? In finsteren Tiefen, Minenarbeiter, auch Angehende und ihre Familien in Spandau wurden von der Angst gepackt. Alte Traditionen sind noch stark vertreten und viele glauben, dass mythische Bestien aus den Legenden real sind. Nun gehen Gerüchte um, dass kein gewöhnlicher Bär, sondern eine in der nahegelegenen Mine der Stadt hausende monströse Kreatur die Armee-Jägergruppe angegriffen hat, woraufhin viele Minenarbeiter in den Streik treten wollen. Okay, wie wollen wir auf die Gerüchte reagieren? Zwangsarbeit plus 14 Industrie, das ist richtig heftig, aber minus 10 Stabilität. Untersuchen, das gibt uns Stabilität. Oder wir reduzieren die Kosten. Ja, ich würde sagen Zwangsarbeit, weil wir haben recht viel Stabilität. Oh, nee. Haben wir nicht. Warte mal. Wir haben hier 85 und das geht jetzt auf 74 zu. Da steht übrigens auch Stabilität von Luxusressource plus 4. Okay, das geht nicht. Ja, dann... Entschuldigung. Dann würde ich sagen, feiern wir. Okay. Ja, krasse Bestie. So. Das ist jetzt wichtig. Genau. Abfahrt. Hä? Oh, okay, die brauchen ein paar Züge. Oh nein, nicht, dass die schneller sind. Das wäre schlimm. Ich hätte vielleicht angreifen sollen. Könnte ich immer noch. Mach ich mal. Die können von da gar nicht angreifen. Oh mein Gott. Not in this world. Scheiße. Okay. Dann zieht ihr euch zurück. Let's go! Oh mein Gott. Verteidigen. Verteidigen. Off we go! No fear! Angriff. Schöne Sache. Jetzt sind die dran. Ich könnte hier nur angreifen, aber dann sterben meine Leute. Okay, haut rein, bitte. Reinhauen. Er verteidigt anscheinend nur. Okay. Die Schlacht wird nächste Runde fortgesetzt. Gut. Also, hier ist fette Schlacht. Heftig. So, ich glaube, dann haben wir hier noch eine untätige Stadt. Genau. So, was machen wir jetzt? Wir bauen noch eine strategische Ressource ab. Stabilität pro Ebenholz. 3 Industrie pro Ebenholz. Ja, geil. Abfahrt. Wobei, hier hätten wir noch das Gold. Na, wir machen es. So, schön. Okay. So, jetzt wird hier weiter Ackermatch gemacht. Schön. So. Kriegsunterstützung gegen die steigt. Und wir haben hier unsere Ruhe. So. Nice. Das war eine Kuriosität. 8 Wissenschaft und 10 Einfluss. Sehr, sehr gut. Dann direkt das nächste. Nochmal. Oh, sogar noch besser. Und hier ist eine... Oh. Nee, nee, nee. Da dürfen wir nicht rein. Okay. So, jetzt sind die gar nicht sauer? I'm listening. Angriff auf mich. Ah, haben die aber noch nicht gefordert. Oh, die haben aber sehr viel Kriegsunterstützung. Da muss ich aufpassen, gerade wenn ich hier an deren Grenze gründe. Das wird auch nicht für Entspannung sorgen. Eigentlich will ich denen in den Arsch kriechen.
Oh, ich kann Salz von denen ordern. Plus 5 Nahrung und Stabilität. Das wäre nice. Ja, über Seeweg. Schön. Geil. Lass doch irgendwie nochmal nicht Angriffspakt machen. Willkommen. Ich habe da eine Idee. Wir machen halbe-halbe, okay? Make me a better offer and see what happens. Für 20 Gold? Ach komm, ja. Ich glaube, das ist gerade echt wichtig. Klar, ich freue mich. Und das entspannt es vielleicht auch alles. This is fantastic. Fantastic. Okay. Schön. Dann haben wir das auch gesaved quasi. Oh, die haben aber noch irgendwas. Was ist jetzt los? Nö, alle gut, oder? Da war nur eine rote Markierung. Okay. Wir haben noch eine untätige Armee. Gut. Da müsste ich dann hier... Hier wäre halt auch... Hm, das könnte ich mir zuerst holen. Actually. Und hier dann nachziehen. Weil das ist auch ein angrenzendes Gebiet, you know. Ich glaube, das wäre besser. Ja. Okay. Schön. Handelsroute blockiert. Gewalt hat euren Verkauf von Kaffee an die Babylonier vorübergehend unterbrochen. What? I'm a busy man. What do you want? Der will, dass ich das hier abgebe. Ist der dumm? I suppose I can waive this one. Go about your way. Und sie haben es fallen lassen. Kommt an meine Brust. Ein Träumchen. Euer Anblick ist nicht gerade berauschend. Danke. Sie haben ihren Groll hier fallen lassen. Okay, ja, die wollen jetzt alle hier das scheiß Gebiet, aber er hier hat ein bisschen gepokert und Pia hat direkt gemerkt, die hat da nichts zu melden. Schön. So. Gut, dann die haben noch eine Bewegung. Könnte ich hier auch direkt auflösen. Aber es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich wenigstens einen Scout hätte. So, und ihr, ja, ja, da habe ich jetzt schon wieder, wie viel würde das denn jetzt hier kosten? 90, habe ich ja. Nächste Runde Ehre. Okay, schön. Ebenenholz wird Ressource verkauft. Die kauft das für 10 Gold nur? Hier, ja, was ist denn? Handel 5. Großartig, ihr habt eine Handelsroute mit diesem Reich etabliert. Ihr profitiert nun von dem Boni und könnt außerdem spezielle Einheiten sowie Infrastrukturen bauen. Handelsrouten sind allerdings eine fragile Angelegenheit. Bla bla bla. Okay. Ja gut. Die kauft halt alles von mir auf. Ich könnte auch nochmal Porzellan reinholen. Das machen wir. Ja. Bei Babylonien wollte ich das ja nur nicht machen, weil... der Preis sehr teuer war. 125. So, hier haben wir 45. Das bedeutet, in 10, 15 Runden ist es schon egal. Wir kriegen hier 19 Gold pro Runde mittlerweile. Das ist halt echt nice. Okay, cool. Ja, ich schätze, hier kommen später noch mehr Sachen, je weiter man in der Epoche voranschreitet oder sogar forscht. Okay, cool. Ey, ich merke, wie ich langsam nach und nach alles verstehe. So, Ebenenholz haben wir. Würde ich sagen... Ach, wir haben jetzt hier... Ah ja, wir haben ja hier geforscht. Ja, jetzt können wir nochmal gucken. Vielleicht, dass wir jetzt aufs Rad gehen? Oder wir machen nochmal Tischlerei. Ne, wir gehen aufs Rad. Ist okay. So. Meine Stadt hier, Spandau. Wir können jetzt hier öffentliche Brunnen bauen. 15 Stabilität. Das ist sehr gut, weil wir machen immer noch Minus. Aber wir können ja jetzt auch genau Oberflächenbewässerung machen. Das ist nice. So. Ach so, das ist dann... Ah, das ist eine Infrastruktur, kein Bezirk. 2 Nahrung auf Fluss. Hä, aber... Was heißt auf Fluss? Ach so, jedes Feld, was in diesem Gebiet an einem Fluss ist, kriegt 2 Nahrung dazu? Okay, das wäre geisteskrank. Das wäre ultra heftig. So, nächste Runde kriege ich auch eine neue Bevölkerung. Schön. Gut. So, dann. Geforscht haben wir. Nee, haben wir nicht. Das Rad, habe ich doch hier gesagt.
Gut. Und wir haben noch eine Armee. Ja, okay. Achso, ist der gebaut? Der Dings? Ne, in zwei Zügen. Okay, dann... Ihr heilt euch mal. So, und ihr... Ja, ist die Frage. Ich würde sagen, wir machen das hier am Fluss lieber. Es dauert aber nur eine Runde mehr. Aber dann hier sind wir halt sehr... Ja, wir machen es lieber am Fluss. Schön. Okay. Die wollen hier wieder... I am listening. Nein. Trotz eurer guten Absichten würde es meinen ruhmvollen Namen schädigen. So. Oh shit, jetzt habe ich weggemacht. Okay. Junge, das ist aber hier alles hart umstritten jetzt, ne? Was will er denn? Also frech. Ja, aber ich muss die Gebiete irgendwie halten. Ich muss ja halt dann gucken, dass... Wahrscheinlich gründe ich hier einfach eine Stadt oder hier und dock die beiden Sachen hier an. Oh, ich bin halt genau zwischen den Fronten, ne? Das ist schon nicht ganz nice. Also Pia hat da eine bessere Ausgangsposition beispielsweise. Okay. Ach, ihr habt auch Salz. Ja, das habe ich mir aber schon geordert, ne? I'm listening. Genau. Gut. Ach, hier ist auch die Unterteilung zwischen Luxusgüter und strategischen. Aha. So. Okay. Gut. Ja, bei Belonien müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Ich wünschte, es gäbe irgendwie die Möglichkeit, bei denen zu scouten. Wählt die Glaubensgrundlage. Okay, eine Religion erstellen. Schamanismus plus 1 Glaube pro Bevölkerung. Oder Politeismus 5 Glaube pro Anzahl an angegliederten Gebieten. Ich glaube, pro Bevölkerung gibt mehr, oder? Schamanismus, Abfahrt. Gut. Jetzt haben wir hier noch ein Event. Land der Toten. Hunderte Jahre lang wurden die Toten aus Spandau auf Begräbnisstätten innerhalb oder in der Nähe der Stadtgrenzen zur Ruhe gebettet. Da die Bevölkerung jedoch rasch ansteigt und in jedem Monat viele Bürger sterben, sind die Totenacker mittlerweile überfüllt. Okay, also wie begräben wir? Begraben oder einäschern? Industriestabilität, Nahrung, aber mehr Kosten für Einheiten. Ja, Abfahrt. Noch will ich gar nicht so viel produzieren. In 10 Zügen ungefähr. Okay, dann pumpen wir jetzt nochmal richtig Nahrung. Geil. Okay. Gut. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch einen öffentlichen Brunnen. Dann können wir auch demnächst mehr wieder auf Stabilität drücken. Oder wir machen Bauernviertel. Aber das versaut uns auch. Ach nee. Affinitätsbonus plus 10 Stabilität nach Abschluss. Aha. Wäre schon gut, aber ich glaube, es gibt später auch irgendwie Bezirke, die so am Fluss gebaut werden. Also, wir machen jetzt erstmal öffentliche Brunnen. Yes. Wobei, wir könnten auch hier direkt das nächste abbauen. Wäre auch nicht schlecht. Machen wir mal Warteschlange. Schön. Okay. Man könnte ja auch überlegen. Ah, nee, ist nicht Wolf. Okay. Gut. Das ist bald fertig. Hier können wir jetzt noch hin. 40 Gold. Okay. Genau, ihr heilt euch. So, ihr habt euch geheilt, richtig? Oder seid noch dabei? Dann greifen wir jetzt einfach den Hirsch hier an. Sofortige Lösung. So, dann seid ihr durch. 5 Gold gemacht, oder? Ja. Und ihr könnt dann nochmal schön heilen. Okay. To harness the power of water itself in order to feed your people. That should make you popular. Was hat er? Ja, Macht des Wassers, Digga. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Sag mal, ist hier irgendwie ein Einladungsschild? Was mit euch? Okay. Ja, wir müssen hier möglichst schnell für Einfluss sorgen. Das Ding ist, warum dürfen die hier so durchspazieren?
Ich meine, ich habe ja nicht offene Grenzen. For a time. Das verstehe ich halt nicht. Ich habe doch keine offenen Grenzen. Warum können die ja durchmarschieren? Vielleicht ist das deren Fähigkeit. Nee. Ich meine, wir haben nicht Angriffspakt-Dings, ne? Ja. Okay. Weiter heilen. Verpisst euch, Leute. Hier, das kann ich angreifen. Das Mammut. Now, now. Ich stelle mich in den Weg, dass er hier nicht durch kann. Falls er das auch will. Okay, und ihr heilt euch. Und ihr heilt euch nochmal. Schön. So. In finsteren Tiefen 2. Oh, das ist so ein Follow-up auf diese Minengeschichte. Wie nicht anders erwartet, wurde kein wild gewordenes Monster entdeckt. Die Expedition ist auf nichts weiter als endlose Tunnel gestoßen, die nirgendwo hinführen. Als den Minenarbeitern bewusst wurde, dass die Gerüchte falsch waren, verlachten sie die Soldaten, die sich in Erwartung monströser Schrecken in die Dunkelheit begeben hatten. Nach vielen Tagen unter der Erde kehrt die Expedition schließlich erschöpft, demoralisiert und beschämt an die Oberfläche zurück. Okay. Für 4 Züge habe ich jetzt ein Landbewegungstempo Abzug. Gut. Kann ich mitleben. Gebiet Hazale zu neuer Religion konvertiert. Aha, die sind jetzt Schamanismus. Gut. Was wollt ihr? You have my ear. Ah, die haben sich Ebenholz erkauft. Okay. Ja, kannst du haben, I guess. Okay. Gut. Dann legen wir das gleich. No mercy. Du bist fertig? Du bist fertig, ja. 160 Einfluss brauche ich, um eine Stadt zu gründen. Das würde ich hier, glaube ich, machen. Oder da. 7 Nahrung und hier 12 Nahrung. 11 Industrie. 23 Industrie. Nee, ich glaube, ich baue hier eine Stadt. Okay. Ich glaube, das war's schon wieder, oder? Ja, ihr chillt halt. Das ist okay. Überspringen. Oh. Was passiert? Scheiße, ich hab's weggedrückt. Ich glaube, wir haben, warte, können wir da nochmal hinswitchen? Ja. Nee. Okay, das ist in Ordnung. Kulturelle Konversationen beginnen hier. Bevölkerungszunahme. Das war's. Epochenstern freigeschaltet. Landwirtschaftsstern wurde erhalten. Okay. Wir haben unseren ersten Stern. Hier anscheinend. Ah, warte mal. 12 von 24, ein Stern. Ach, es fängt mit Bronze an. Das ist ausgegraut. Und dann kriegt man, bei 6 kriege ich einen Stern. Krass, Antike dauert ja echt lange, wa? Also, beziehungsweise... Gut, ich habe jetzt auch bislang jetzt nicht so super schnell gespielt. Kann ich da überhaupt angreifen, den Abhang runter? Glaube schon, oder? Warte, ihr switch mal mittig. Ja, kann ich. Alter, haben die Damage gemacht. Ah, das geht nicht, okay. Gut. Dackeln wir da mal drumherum. Junge, das Mammut. 20 Gold, okay. Na gut. Dann gehen wir hierhin zurück und heilen uns. Und ihr schließt euch wahrscheinlich... Ich kann doch hier durchwandern. Ich habe da offene Grenzen. Ja. Auto erkunden dann ein bisschen. So. Okay. Ja, der baut jetzt hier noch das zweite Ebenholz ab. Okay. Epochenstern freigeschaltet. Ah, weil ich jetzt 6 Bezirke habe. Geil.
Okay. Wie lästig. Kann sich kein Untergebener darum kümmern? Was? Die hat jetzt auch was von mir gekauft? Zweite Ebenenholz, okay. Gut. Ja, Beziehung ist ja super, ne? Freundlich. Okay. Dann, ihr geht hier hin und heilt euch. Und ihr strommert hier mal rein. Ja, super. Okay. So. Die sind jetzt Ägypter auch. Schön. Oh, jetzt habe ich hier noch ein Ding. Religion. Ui. Ja, okay, dann sitze ich jetzt so. Okay. Schamanismus. Was ist das Weiße? Die Ägypter sind Religionsführer. Achso, beim Schamanismus, okay. Na gut. Wir haben hier noch eine untätige Stadt. Dann würde ich sagen, bebauen wir das hier. Und hauen. Ja, nö, alles gut. So. Okay. Dann. Was machen wir jetzt in der Stadt? Wir könnten jetzt einen Steinkreis bauen. Der gibt 20 Glaube und 20 Stabilität. Und Suchreichweite. Hm. Also generell baller ich hier mal wieder alles rein. 4 von 4, okay. Das Rad ist bald erforscht. Das heißt, wir können dann langsam Militär rekrutieren. So, gucke mal. Wie ist denn das hier mit Stabilität? Sieht ganz gut aus. Ja, dann würde ich, glaube ich, ein Bauernviertel noch bauen, weil wir kriegen nicht nur mehr Nahrung, sondern wir kriegen halt auch einen Bauernplatz. Und der ist ja voll. Und wenn ich hier so jetzt... Ah, da verliere ich halt Industrie 3. Aber gewinne 8 Nahrung. Ist schon worth, I guess. Und dann kann ich hier so entlang bauen und meine Bauernbezirke knallen. Wobei, ich kann das ja auch hier machen. Ich glaube, wenn ich halt meine Bauernbezirke anlegen möchte, die kumulieren ja miteinander, ne? Plus 1 Nahrung auf Bauernviertel pro Bauernviertel angrenzend. Das heißt, ich will viele aneinander haben. Könnte ich mir vorstellen, dass hier so man einige platziert. Ja. Weil hier ist ein bisschen zu eng. Und ich könnte mir vorstellen, dass später noch Bezirke kommen, die am Fluss gebaut werden müssen. So. Ja, dann würde ich das da mal starten. Ich könnte natürlich auch einen Steinkreis bauen. Den kann ich auch irgendwo bauen, das ist scheißegal, ja? Krass. Ja, dann mache ich das hier irgendwo am Arsch der Welt. So. Wird jetzt beides gebaut? Aber oben sehe ich nur... Achso, Bauwarteschlange 2. Achso, hier. Okay. Interessant. Okay. Nö, wir lassen das so. Ja. Babylonier haben euch gegenüber jetzt eine andere Einstellung. You have my ear. Übellaunig. Die sind jetzt übellaunig. Aha. Oh, ich kann mir von denen Sachen gönnen. Aha, geht aber nicht, weil die übellaunig sind. Ja. Babylonier. Oh, die haben ja sehr viel Ruhm. Ah, ich bin im Mittelfeld. Hm, und die haben 2 Epochensterne. Ja, da werde ich bald angreifen müssen, ne? Hilft nichts. Okay, jetzt die Frage, wo gründen wir die Stadt? Hier? Ja, ich glaube schon. Oder da? Wir machen das mal hier.
Und dann wird das hier angegliedert für 24. So, und hier wird jetzt auch gebaut. Und zwar, was bauen wir hier? Am besten erstmal vielleicht Einfluss, dass ich mehr Einfluss kriege. Ja. Ich glaube, das ist hier wichtig. Ja. Sonst wird es kritisch hier. Okay. Gut, genau. Ihr lauft noch ein bisschen. Schön. Und dann können wir die Runde beenden, oder? Ihr heilt euch ja, ja. So. Thebes Bevölkerungszunahme. Schick. Sehr gut. Hier ist auch ein Ereignis. Der erste Kalender. Die Erfindung des Kalenders kündigte eine glorreiche Ära in der Geschichte des Reichs an. Da zwei Großstädte und zahlreiche Bauernhöfe im Land in Einklang gebracht werden müssen, ist es Zeit für eine Standardisierung. Okay, also Sonne oder Mond? Ja, dann genauer. Mal gucken. So, und das hier kann ich jetzt angliedern, richtig? Schön. Okay, dann haben wir jetzt hier zwei prächtige Städte. Das würde ich nur umbenennen in Spandau hier Starken. So. Okay. Dann haue ich hier noch eins hin. Ich brauche hier Bevölkerung, ASAP. Ja. Wie ist mit Forschung? Rat ist nächste Runde fertig. Hier haben wir noch Leute, die voll geheilt sind. Könnte ich hier mal Richtung Babylonien schicken. Und was haben wir hier? Eine Stadt nimmt am Bau teil. Aha. Okay. Was das auch immer hat. Ach, beide Städte sind daran jetzt beteiligt oder was? Gemeinsame Projekte. Wählt, welche eure Städte ihre Produktion für den Bau zur Verfügung stellen sollen. Aha. Ja, Spandau. Starken nicht. Okay. So, hier forschen wir mal weiter. Kulturelle Konversation begonnen. Die Fada tritt in 10 Runden in den Einflussbereich der Harapana ein. Aha. Aha. Ja, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was das alles zu bedeuten hat. Also klar, es hat mit Einfluss zu tun, aber was sind die Auswirkungen, wenn am meisten Einfluss da ist? Versteht ihr? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay. Gut, dann hier haben wir neue Bevölkerung, oder? Nee, haben wir nicht. Oder doch? Oder wenn ich da einen rüber schaffe, ist dann ein Einzug fertig? Das wäre nice. Nee? Nee, okay. Gut. Nö, macht keinen Unterschied. Gut. Runde beenden. So, wir haben Epochenstern. Rat erforscht. Sehr gut. Wissenschaftsstern. Sehr, sehr schön. Okay, Religion ist mir relativ egal gerade. So. Okay. Hier wird gerade nicht gebaut. Genau, ihr solltet den Hauptplatz, ja, dass ich mehr Einfluss kriege. Da würde mich jetzt interessieren, hat sich hier jetzt was getan? 60%. Hm. Okay. Ja, ich würde sagen, eine Pyramide macht hier Sinn. Plus 11. Ja. Zwei Züge fertig. Schön. Genau, und ihr stromert mal hier runter. Okay. Gut, und dann schauen wir hier mal. Okay, so, dann ihr stromert hier weiter entlang. Gucken wir uns das mal an. Oh lol, die hat einfach Reiter. Okay. Oh, hier sind wir nah an dem nächsten dran. Für 600 insgesamt Einfluss bekommen wir den nächsten Stern. Schön. So, wir müssen jetzt nochmal weiter forschen.
Ich meine, wir können hier mal Steinmetzkunst. Ach, guck mal hier, Zwangsarbeit. Ist das eine Verordnung, die wir freischalten? Haben wir Bronze in unserem, Kupfer in unserem Gebiet irgendwo? Nee, ne? Doch. Okay, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, darauf einmal zu forschen, dass wir, und da haben wir dann auch Schmiede, Wachturm und Speerkämpfer. Und dann können wir auch hier die Krieger, ja gut, aber wir gehen ja eh auf die Karren. Wäre aber trotzdem gut, einfach, dass wir Kupfer abbauen können als strategische Ressource. Okay, und für einen Krieg ist, glaube ich, Stadtverteidigung auch ganz gut. Planen wir ja. So, ihr habt jetzt hier nochmal Gold, okay. Gut. Dann in einem Zug ist hier das Religionsgebäude fertig. Okay. Devotion and respect for authority. Good. Just be careful. Wir haben eine Welttat vollbracht. 100 Ruhm. Baut eine heilige Stätte. Ha, und die habe ich jetzt den anderen weggeschnappt. Ich war echt der Erste. Krass. Okay, ach guck mal, für die Karren, für den Streitwagen brauche ich tatsächlich auch Kupfer. Ah ne, für den normalen, aber für den ägyptischen nicht. Ah, das ist zum Beispiel richtig nice zu wissen. Für generelle Runden, die man vielleicht hier mal anpeilt. Okay, also, ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, das hier jetzt irgendwo noch anzugliedern. Ob das irgendwie auch eine Einflussgeschichte... Oh, hier hat sich das jetzt aber deutlich verändert. Hier bin ich jetzt deutlich einflussreicher. Krass. Okay. Also, was machen wir in Spandau? Wir können hier jetzt natürlich noch mehr Bauernviertel... Hä? Hatte ich hier nicht ein Bauernviertel gebaut? Nutzung Steinfeld? Hä? Wo sehe ich denn, was das für ein Bezirk ist? Warte mal. Bezirke? Nee, die ich habe, will ich sehen. Also ich kann hier auf jeden Fall nichts draufbauen. Ich habe da was gebaut, aber warum kann ich jetzt zum Beispiel hier nichts mehr bauen? Eigentlich geht das doch immer weiter, oder nicht? So wie hier auch, dass ich an der Pyramide noch was dran bauen kann. Auf diese Art von Feld nicht möglich. Weil, was ist das für eine Art von Feld? Trockenes Gras. Geht das nicht auf trockenes Gras? Ressourcenabbau, Nahrung. Da bin ich jetzt noch nicht so hinter. Das schnalle ich noch nicht so. Okay, was können wir machen? Ich meine, ich brauche einen Bauernslot. Weil sonst, ich muss Nahrung voll reingehen, um noch schneller Bevölkerung zu bekommen. Das heißt, ich muss ein Bauernviertel bauen. Aber ich dachte, ich platziere die nebeneinander. Ich habe das so verstanden, dass man Bezirke an Bezirke anreihen kann. Plus 7... Hier wäre plus 8, aber ich würde 3 Industrie verlieren. Weil das genau an der Stadt dran ist. Okay. Ach, ich glaube, weil ich das hier platziert habe, sind hier erst plus 1 entstanden. Das heißt, wenn ich in diese Richtung baue, sollte ich connecten können. Weil das hier, das ist ein Wald und Fluss.
Auf Bezirk plus 1 Suchreichweite plus 1 Sichtreichweite. Aber guck mal, hier ist auch plus 1 Trockengras. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal hier hin, weil es für mich jetzt nicht sicher ist, wie das läuft. Ob, wenn ich es jetzt hier platziere, ich wirklich hier noch dran connecten kann. Weil hier konnte ich es offensichtlich nicht, aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht verstanden habe. Ansonsten wäre einzeln betrachtet hier die beste Stelle. Dann baue ich es erstmal da. Okay. Verändert sich hier was? Nee. Okay. Super. Hier wird die Pyramide fertig gebaut. So, jetzt in Bezug auf Armee können wir nochmal reinschauen. Das geht nicht, ne? Okay. Oh, was haben die hier? Kunsthandel. Okay. I bid you greetings in the name of my proud people. Kann ich hier irgendwie noch? Nee, ne? Na gut. Ich glaube, ich würde die hier tatsächlich hierhin positionieren. Wobei, wo hat er? Ich glaube, er hat das hier irgendwo gebaut. Dann wäre tatsächlich der ideale Weg dahin. Ja, wahrscheinlich hier über den Fluss. Ja, gucken wir mal. Genau, ihr schaut ein bisschen weiter. Nein, nein, nein. Ach, das ist die Stadt schon, alles klar. Ja gut, dann müssen wir den gleichen Weg zurück. Das ist natürlich doof. Ist das hier ein Naturwunder? Sieht so aus. Stadtverteidigung erforscht. Nice. Oh, und Stern wurde erhalten. Epochenstern. Ach, weil ich jetzt 600 Einfluss habe. Geil. Okay. Und wir haben hier die erste heilige Stätte gebaut. Das ist natürlich nice. Erhalte Zugang zu jeder Strategie und Luxusressource. Das ist natürlich krass. Okay. So, was haben wir hier? Spiel der Prophezeiung. Das Reich erblüht und ein neues Spiel aus einem fremden Land verzückt die Bevölkerung. Magic the Gathering. Überall fallen einem das charakteristische Spiel, bla bla bla. Sache hat einen Haken. Das Spiel wird nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als eine Form von Weissagung angesehen. Als die Botschaft des Spiels klar wird, kommt es zu einer Schreckenskunde. Es ist euch vorherbestimmt, alles zu verlieren. Was unternehmt ihr? Ah, ich als Herrscher, ja. Zum Schweigen bringen, 80 Gold. Nicht beachten, minus Stabilität. Beherzigen, minus Wissenschaft. Ne, wir bringen das zum Schweigen, oder? Wir haben genug Gold. Schweigt! So. Dann, Pyramide ist hier fertig. Très bien. Hä, jetzt können wir hier noch eine bauen? Ja, ach so, hier im anderen Gebiet. Okay. Ja, klar. Da geht 3 Nahrung weg. Eieiei, das ist kein guter Spot. Garnison? Das macht Stabilität und Kampfkraft. Aha. Ja, wir können auch hier einfach die strategische Ressource erstmal abbauen. Ja. Nee. Wir pushen hier Nahrung. Okay. 2 Nahrung pro Bauer und Bauernplatz. Das ist nice. Ja. Okay. Dann holen wir das erstmal. Geil, in 3 Zügen anstatt 7 waren es vorher, ne? Ne, 4. Achso, okay. Nö, passt aber. So. Ja, dann ihr moved alle. Genau. Okay. Dann können wir, glaube ich, beenden. Starke Bevölkerungszunahme, das ist nice. Ah, wir machen das so. Okay.
Irgendwas Neues? Nö, ne? Nur Armeen bewegen sich. Ach so, worauf? Doch, wir forschen ja gerade weiter, ne? Genau. Bronzebearbeitung. So, wir haben aber auch hier irgendwie gar nichts mehr zu entdecken. Also. Oh, warte mal. Können wir das nicht kaufen jetzt? Porzellan? Was seid ihr? Freund oder Feind? Junge, wir sind freundlich. Check das doch mal. Ah, das haben sich jetzt schon andere gecatcht? Nee, das habe ich mir schon geholt. Was ist das hier? Handelsposten. Haben die gebaut? Krass. Nee, das sind einfach Handelsposten. Okay. Die kann man wahrscheinlich dann blockieren. Gut. Wie ist es mit euch? Habt ihr neue Sachen, die ich kaufen kann? Nein. You come to me with a proposition. Let us see what is possible. Ah, jetzt können wir wieder handeln. Nee, können wir nicht. Okay. Gut. Dann Runde beenden. Warum jetzt wieder auf 3? Hä? Der ist jetzt erst fertig, der war in der Warteschlange. Jetzt baue ich erst den nächsten Abbruch. Oh mein Gott, der war im Bau. Und jetzt geht's. Oh. Junge. Okay. Ja, wie viel Stabilität habe ich? 100%. Oh, ich könnte auch eine Mauer bauen. Nö. Ja, nö, dann bauen wir jetzt hier noch einen. Abfahrt. Und wir haben jetzt hier einen Slot frei, ne? Ja, geil, in 5 Zügen. Sehr gut. Sehr nice. Okay, können wir die uns auch erkaufen? Vermutlich, ne? Ja, gut. Gut, ja, ihr geht hier weiter voran. Eigentlich könnte ich mich anschließen, aber ich will eigentlich auch Sachen hier entdecken. Aber ich glaube, ich brauche hier volle Kampfkraft. Oder? Der kann halt eh nur, also ich kann ja hier eh nichts mehr entdecken, weil hier Grenzen halt sind. Warum sehe ich das? Verwaltungszentrale? Okay. Ja, aber ich würde hier trotzdem, glaube ich, mal reinluschern. Ach, da kann ich auch gar nicht runter. Na gut. Was macht hier eigentlich die Pia mit ihren Reitern? Oh. You have something to say? Warum war der jetzt ein rotes Symbol? Sollte man euch respektieren oder sezieren? Respektieren bitte. Okay, ja, ist alles easy. Ja, jetzt geht's ein bisschen schneller voran. Neues Wunder kann beansprucht werden. Was? Oh, und Pia hat hier für 90 Tacken Gold geholt von uns. Neues kulturelles Wunder bauen. Wie ist das jetzt passiert? Pyramiden von Gizeh? Oh lol, die bringen richtig krasse Boni. Okay, 20 Stabilität und 100 Ruhm. Gewinnt jede Luxusressource aus dem Lager, auf dem es gebaut ist. Das ist ein nicer Side-Effekt, weil dann verbraucht man nicht so viel Platz, ne? So, dann Pyramiden von Gizeh. Minus 25% auf Bezirk Industriekosten. Mhm. 10 Nahrung pro Staat mit gleicher Religion. 20 Glaube, 40 Stabilität auf Hauptstadt. 5% Nahrung auf die Hauptstadt von Reichen, die Anhänger derselben Religion sind. Okay. Und der Tempel wurde schon gebaut von... Es ist schon beansprucht. Ja, ich glaube, ich würde auf die Pyramide gehen. Oder? Muss neben einem Fluss platziert werden. Kann einmal auf der Welt gebaut werden.
Nach dem Platzieren eines kulturellen Wunders oder einer heiligen Stätte könnt ihr den Baum nicht mehr von ausgewählten Feld entfernen. Ach, weil ich 250 Einfluss habe, kann ich das beanspruchen. Okay. Ja. Machen wir. 13 Züge. Und das kann ich jetzt über so einen Bezirk bauen. Okay. Zum Beispiel über dem Schmiedeviertel. Hier, nehmen wir eine andere Pyramide. So nice. Ja, easy. Okay. Ja, ich glaube, dann würde ich jetzt nochmal in den Baumeistermodus gehen. Wobei, ich will auch Armee eigentlich ausheben. Was kann ich auch hier sonst? Ah, weiß ich nicht. Was wird hier eigentlich gerade gemacht? Gar nichts, ne? Ja, da ist jetzt immer noch die Frage, ob ich eine Pyramide hier noch baue. Wäre, glaube ich, schon gut. Auf der anderen Seite die strategische Ressource ruft. Ah nee, ich wollte ja hier genau. Da wäre hier meine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tierstall baue. 5 Nahrung pro Pferd. Das ist mir zu wenig Info. Ach, pro Ressource, die ich glaube ich habe. Von diesem Pferd, global. Okay. Okay, machen wir mal. So, dann meine Truppen ziehen weiter. Ihr halt dahin. Ach, jetzt versperrt ihr den Weg. Na gut. So. Ja, ihr wartet da jetzt oder... Ja, stationieren. Genau. Cool. Eine Melodie für jede Gelegenheit. In der belebten und bekannten Stadt Starken stellen Musiker einen umjubelten Teil der hiesigen Kultur dar und besitzen... Ach, okay. Geht um Feiern, ja? Und Fürsten, Priester und Kommandanten wenden ein, dass auch ihre Städte derartige Künstler verdienen. Aha. Knausrig auf 2 Städte für 10 Runden. Plus 5 Geld, minus 2 Wissenschaft. Oder plus 10 Industrie auf beide Städte für 60 Gold. Das machen wir. Das ist ja phänomenal. Jawohl. Aber warum wird jetzt hier erst die Pyramide gebaut? Ich wollte eigentlich erst den machen. Ist es worth, das noch zu switchen? Nee, ich glaube, das passt jetzt. Okay. So. Ja, ich wollte gerne auch mal weiter erkunden, Leute. Guck mal, das ist jetzt auch hier richtig ausgebaut. Okay. Eine Verwaltungszentrale ist übrigens ein angegliederter Bezirk. Also ich glaube... Es wäre ultra sinnvoll, den Bezirk doch anzugliedern, beispielsweise an Spandau. Weil man kriegt ja die ganzen Ressourcen. Dann erst. Hier bringen die mir ja noch nichts. Aber es reduziert halt die Stabilität. Die aber gerade ganz gut ist. So. Handelsstern wurde erhalten, sehr nice. Neuer Groll. Warum? Was passiert? You have something to say? Hindern die Gläubigen in... Muhun daran, ihren Glauben ungehindert auszuführen. Ja, ich verzichte mal. Ich sag gar nichts? Gut. Oh, wait a minute. Wir switchen mal. Ich frage mich, ob ihr Partner oder Hindernis seid. Wir schlagen mal eine Allianz vor. Willkommen. Ich hab da eine Idee. Wir machen halbe-halbe, okay? Ich mag euch. Ich stimme zu. Nice. Wunderbar. Für Ehre. Das heißt, die sind jetzt mein Verbündeter. Oh, jetzt sehe ich auch alles. Krass. Ja, nice. Okay, dann... Das heißt, warte mal. Wir gucken uns das jetzt nochmal im Detail an. Nee, scheiße, kann ich jetzt gar nicht mehr, oder? Oh, die hat aber... er hat einen Stern weniger. Wenn ich jetzt wen angreife, zieht die dann mit?
Mein Abkommen. Nee, wo kann. Allianz. Frieden. Huch. Wo kann ich das jetzt nochmal einsehen? Warte mal, ich kann eigentlich zu einer anderen switchen. Die Armeen der Reiche können sich in Gebieten des jeweils anderen erholen und bezahlen für Reparaturen. Der Käufer profitiert vom vergünstigten Zugang zu den Ressourcen. Aha. Militärische Informationen werden geteilt. Armeen können die Städte anderer Seite oder auch militärische Bezirke ohne Strafen betreten. Okay, also, das ist kein Bündnis. Also so richtig nicht. Ist eher so, gut, ich kann mir Sachen von ihr jetzt günstiger kaufen. Ich sehe alles, ich kann durch ihre Bezirke gehen und. Aber das war's. Okay. Gut, dann machen wir Endturn. So. Ressource verkauft. Aha, schön. So. Du übernimmst das. 6 Züge. Ach so, ich kann beide draufschmeißen. Dann dauert es nur noch 6 Züge. Die können jetzt beide daran arbeiten. 5. Nee, das bringt nichts. Okay, da habe ich keinen Platz mehr für. Ja, gut. Genau. Hier kommt noch. Also, aber ich kann hier auch gar nichts mehr entdecken, ne? Hier ploppt gar nichts mehr auf. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, angliedern. Zack. Jo, das hat einiges gebracht. Jetzt allein, dass die Pyramide jetzt nur noch 4 Züge dauert. Und ich habe einen Slot hier mehr. So. Jetzt wieder 5. Aber ich musste einen auf Nahrung packen. Okay. Das heißt, ich kann hier auch wieder eine Pyramide mehr bauen. Nice. So. Das sind jetzt 4. Okay. Ja, Babylon, wie stark seid ihr? Ich meine, ihr habt 6 Bevölkerung. Ich habe 10. Und da habe ich 4. Und hier ist Pia. Hat die offene Grenze mit denen. Ich glaube, ich würde da jetzt. Wenn die Pyramide vorbei ist, dann machen wir langsam Attacke, denke ich. So, genau. Bronzeverarbeitung. Ja, was erforsche ich jetzt als nächstes? Ich könnte hier Tischlerei mal aufholen. Das dauert auch nur 2 Züge. Und dann könnte ich Fischerei. Ich könnte jetzt aber auch professionelle Kriegsführung und dann kann ich einen Rambock bauen. Ich glaube, der wäre schon wichtig, oder? Das war auf jeden Fall bei Civ immer wichtig. Und eine Kaserne. Dann kosten Einheiten weniger. Ja, dann machen wir das. Komm, wir forschen mal. Nee, warte. Geht ja gar nicht. 1, 2, 3. Oh, das ist auch cool. Okay, und irgendwie meine Religion blinkt. Warum? Ja, Religion hat sich aber ganz schön durchgesetzt hier überall. Holy shit, sogar. Alter, ich dominiere ja völlig, was Religion angeht. Zum Dogman-Bildschirm. Oh, Ägypten-Schamanisten-Anhänger 25 von 25. Jetzt kann ich zum Dogman-Bildschirm. Okay. Kann ich jetzt was wählen, ja? Wähle eine Stufe aus. Okay, ich bin auf Stufe 1. Völlerei meiden. Plus 5 Geld auf Luxusressourcenlager. Plus 1 maximale Anzahl heiliger Städten. Ich habe noch nie bei solchen Spielen auf Religion gespielt. Das war für mich immer super unattraktiv. Stabilität auf Fluss. Maximal, okay. Ein Einfluss auf Berg. 25 Erfahrung beim Erstellen einer Einheit auf allen Städten. Minus 1 Einheitenunterhaltung auf Einheit. Mhm.
Plus 2 Nahrung auf Küstengewässer. Plus 2 Nahrung auf See. Nee. Industrie auf Wald. Wissenschaft auf Strategieressourcen. Ich habe sehr viele Luxusressourcen, muss man sagen. Ne? Also verhältnismäßig viel, oder? 1, 2. Kann ich mir das nicht hier irgendwie in der Übersicht mal angucken? Welch erfreulicher Anblick. Danke. Wie geht es euch? Ja, siehst du, geht doch. Mal nett sein. Also ich habe nämlich 6 Luxusgüter. Das bedeutet, wenn ich hier Völlerei wähle, dann kriege ich 6x5 Jolt. Pro Zug. Ja, oder? Das ist vielleicht zu kurzfristig gedacht. Da, hier ist auch meine Frage, ne? Einfluss auf Berg. Oder hier, Nahrung auf Küstengewässer. In Bezug auf was in meinem Reich liegt? Oder, ja, ich glaube, es ist so, zum Beispiel, wenn ich jetzt mache, plus ein Einfluss auf Berg, dann bekommen diese Bergfelder hier, ne, 4 Industrie und 1 Einfluss. Aber die zählen dann ja nur für mich, wenn die in meinem... Oh, minus 3. Wenn die in meinem... Also ich kriege ja nicht hier für jedes Feld gerade hier oben die Ressourcen. Sondern nur die, die ich bebaut habe oder die, die um meiner Stadt herum liegen. Aber in welchem Radius? Ja, ich würde mal das für mit dem Gold machen. Ich glaube, das ist ziemlich strong. Geil. Okay, die nächste Sache bei 65. Ja, ich kriege einfach 73 Gold jetzt pro Runde. Holy shit. Ja, dann muss ich eigentlich auch direkt das nächste Steinkreis-Scheiße hier bauen, ne? Ach, das ist jetzt hier Künstler 2. In jeder Stadt, bla bla bla. Ach so, hier verändert sich jetzt meine Ideologie. Krass. Okay. Nubia erreichen die Maya-Kultur. Ihr könnt um eine Kriegsentschädigung bitten. Ach, heute ist ein großartiger Tag. Die hindern die Gläubigen daran, ihren Glauben ungehindert auszuüben. Das geht nicht. Ich gehe gerade sehr auf Religion, Pia. Du kannst hier nicht einfach... Das schmerzt, aber ich lenke ein. Warum redet er nicht mehr? Was ist los? Eine vortreffliche Entscheidung. Spandau ist glücklich. Ein bisschen Delay. So, und hier bitte auch. Wir alle begehen Fehler, aber es ist wichtig, sie wieder gut zu machen. Wie könnt ihr nur? Das verstehe ich nicht. Ey, lass die Leute doch ihren Glauben ausleben. Ich dachte, du bist offen. Na gut, dann lasse ich das mal. Ja, du, für mich passt das jetzt auch besser. Also, ich ziehe die Forderung zurück. So. Mein gütigster Dank. Ja, nicht, dass hier irgendwie jetzt das auf unsere, auf unseren Handel sich... Warum ist das jetzt blockiert? Handelsroute blockiert. Gewalt hat euren Verkauf von Ebenholz an die Harapener vorübergehend unterbrochen. Welche Gewalt? Scheiße. Okay. Ja, dann ist das wohl so. Die haben nachgegeben. Ja, das hatte ich jetzt ja alles. Okay. Alter, der hat jetzt... Pia hat jetzt hier richtig schon Armee, ne? Ja, muss ich handeln. Okay. 2 Runden noch. Dann ist die Pyramide von Gizeh fertig. Was ist denn jetzt schon wieder? Epochenstern? Schon wieder wissen. Oh. Unsere Begegnungen sind stets interessant. Ich finde das nicht gut, Pia. Bitte erlaube doch den Leuten, ihren Glauben auszuleben. Dafür müsst ihr was springen lassen. Dann schaue ich darüber hinweg. Unglaublich. Mir fehlen die Worte. Ja, mein Gott. Religionsfreiheit. Schon mal davon gehört? Ist das hier? An alle, hier müssen wir angreifen.
Weil hier die Handelsroute lang geht oder was oder wie? Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. So, eine Runde, dann ist Pyramide von Gizeh fertig. Jawohl. Und dafür bekomme ich jetzt 50 Ruhm, weil ich wahrscheinlich der Erste bin. Oh, Babylon ist ganz schön weit oben. Die haben aber keine... Leute, die haben ja gar keinen Stern. Oder sind die schon in der nächsten Zeit? The Pyramids of Giza. The original construction yardstick, by which all other projects will be measured. Alter, ich habe hier einfach schon drei Pyramiden. Mann, das sieht so nice aus, ey. Schön hier auf dem Berg hängen. Die Mykener erreichen mit der Hunnenkultur die Epoche Altertum. Die Bevölkerung von Spandau ist aufgrund geringes Wachstums um 1 gefallen. Das geht gar nicht. Ich habe hier keinen Platz mehr. Okay, ich brauche Nahrungskram. Ah, die kann ich jetzt ja abbauen, stimmt. Nee, wir brauchen Nahrung. So, genau, plus 8. So, und den würde ich sogar kaufen. So, und dann haben wir da einen mehr. Baumeisterstern, wir können jetzt in die nächste Zeit. Noch einen, plus 7. Ah nee, warte mal, Stabilität ist immer noch gut. Aha. Okay, Luxusdingens, ja, machen wir. Und direkt in der Warteschlange hier auch noch, zack. So. Okay, und hier wird was gebaut? Noch eine Pyramide, eine schöne. Guck mal, dauert nur eine Runde. Ja, dann hier. Komm. Okay, später erinnern. Wir können jetzt in eine neue Epoche. So, schon mal in Warteschlange. Okay, ja, ist die Frage, wollen wir das? Warte. Weil wir könnten doch auch noch mehr Ruhm farmen, wenn wir hier noch mehr... Ich weiß halt nicht, also offensichtlich ist das ja auch so gedacht, dass man hier noch weiter Zeit verbringen könnte. Guck mal, hier sind wir ganz kurz vor dem nächsten. Zum Beispiel. Das wäre dumm, jetzt hochzugehen. Da warte ich lieber nur eine Runde. Hier sind wir auch ganz kurz davor. Okay, wir warten auf die beiden Sterne. Ich glaube, das macht Sinn, weil ich dadurch ja auch Ruhm bekomme. Okay, Runde beenden. Aber jetzt wählen die andere Kulturen. Und snacken mir es weg. Okay, Epochenstern. Jawohl, zwei Stück, zack. Das waren jetzt die beiden, richtig? Ja. Guck mal, hier bin ich jetzt auf Silber. Easy, okay. Jetzt gehen wir einen hoch. Transzendieren. Vielleicht habt ihr eine besondere Bindung zu eurer aktuellen Kultur entwickelt. Das Wechseln der Epoche ohne Wechsel der Kultur nennt sich Transzendieren. Ach, das geht auch. Ihr behaltet die derzeitige Affinität und den aktuellen symbolischen Bezirk. Um das Prestige einer derartigen Aktion auf der Weltbühne wiederzuspiegeln, wird jeder zukünftige Ruhmbonus beträchtlich gesteigert. Aha. Ja, nö, ich würde aber schon mal gucken. Guck mal, die haben mir jetzt schon Sachen weggeschnappt. Oh ja, einige. Die Babylonier sind jetzt die Griechen. Wir wollen ja jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Ackermatch gehen, oder? Was ist denn hier mit Römern? Expansionist. Perser. Goten. Militarist. So. Punier, das sind wahrscheinlich Händler. Ja. Aktsumiten, die habe ich noch nie gehört. Auch Händler. Oder wir bleiben bei Ägypten. So, was machen denn die Goten? Also, die Goten. Die haben flinke Plünderung als einzigartige Eigenschaft. Plus 10 Kampfkraft bei Plündern auf Einheit. Plus 2 Einfluss auf Garnison. So, dann Hügelgrab. 3 Einfluss, 3 Glaube, minus 10 Stabilität, plus 2 Glaube pro Bezirk. Haut mich jetzt nicht um.
gotische Kavallerie. Das ist schwere Kavallerie. Schnelle, schlagkräftige britische Einheit, die Sturmangriffe ausführen kann. Erhält beim Angreifen von nicht angrenzenden Gegnern zusätzlich Kampfkraft. Kann keine Befestigungsanlage überwinden. Plünderer. Bonuskraft beim Kämpfen in feindlichen Bezirken. Dafür brauche ich aber Ressourcen. Und zwar irgendwie... Also da bin ich jetzt drüber. Aber hier, diese Ressource brauche ich dann auch. Ich glaube, ich... Sollte ich mich wieder einfach hier... Ist es für euch... Könnt ihr mir mal bitte schreiben, ob es relevant ist, diese Sachen hier zu sehen? Weil ansonsten würde ich mich in die Ecke machen und vielleicht ein bisschen größer. So, wisst ihr? Aber wenn ich mich hier größer mache, bin ich halt voll viel im Bild. Das ist irgendwie kacke. Okay, schreibt das gerne mal. So, was können die Römer? Einzigartige Fähigkeit. Plus 1 pro Armee verfügbaren Einheitenplatz. Minus 30% Armeeunterhaltung. So, dann Triumphbogen. Plus 3 Einfluss, plus 3 Stabilität. Und auf siegreiche Stadt plus 5 Einfluss. Wie auf siegreiche Stadt? Aha. Kann einmal pro... Okay, und deren Einheit? Prätorianer. Taktische Überlegenheit. Ah, da bin ich jetzt auch drüber. Ich lese aber vor. Ein rückseitiger Angriff erfolgt immer, wenn ein Verbündeter sich neben dem Ziel befindet, unabhängig von der Position. Das heißt, sie greifen immer zusätzlich an, oder wie? Die Griechen sind... Oh, die können Hopliten. Das ist natürlich so sexy. Kelten. Alter. Ey, da, aber... Ey, das Game sieht auch geil aus, oder? Oh, die hätte ich gerne gehabt. Die gehen auf Nahrung. Oh, Junge, da hätte ich... Oh, Pia. Hunnen? Alter, wie cool die alle aussehen. Oh, die hätte ich auch gerne gehabt. Junge, einfach... Oh, Junge. Adlige Speerwerfer. Ja, die Maya. Schuttelei. Kriegselefant. Junge, was können die? Ja, ich glaube, wir nehmen die Goten. Die gehen halt ein bisschen auf Glaube. Was krass sein kann, weil ich bin gerade eh vorreitend, was Glaube angeht. Und die schwere Kavallerie. Gut, da brauche ich jetzt irgendwie Schmied. Ich glaube, ich wähle die. Für mich wäre halt die Frage... Für mich wäre die Frage, kann ich dann immer noch jetzt den ägyptischen Karren da wählen? Also kann ich immer noch... Die hier produzieren dann? Das werden wir jetzt herausfinden, I guess. Also, Goten oder Römer? Ich meine, ich kann eine Armee mehr haben in einem Trupp. Das ist schon sehr geil. Die sind gut für Stabilität. Haben aber Units, die mich jetzt nicht abholen. Wobei vielleicht, also ich gehe nochmal zur Seite. Taktische Überlegenheit. Ein rückseitiger Angriff erfolgt immer, wenn ein Verbündeter sich neben dem Ziel befindet. Was ist ein rückseitiger Angriff? Macht das dann mehr Schaden oder was? Wenn sich ein Verbündeter neben dem Ziel befindet. Okay, das heißt, wenn an dem Gegner auch noch andere verbündete Truppen dran liegen, dann geschieht immer ein rückseitiger Angriff von dieser Einheit. Das scheint eine stärkere Attacke zu sein. So, aber die Kavallerie ist halt deutlich schneller. Bonus bei Plündern. Hat einen Sturmangriff. Und erhält zusätzliche Kampfkraft. Erhält beim Angreifen von nicht angrenzenden Gegnern, also Gegner, die weiter wegstehen, zusätzliche Kampfkraft. Das heißt, wenn die so ein bisschen losgelöst... Ich nehme jetzt mal die Goten. Junge, wie sehe ich aus?
Warte mal, wenn ich Römer nehme, sehe ich originalgetreu aus. Oder? Junge, dann habe ich mein Outfit an. Nur halt in Blau. Oh, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer. Nee, ich muss die nehmen dann jetzt. Es tut mir leid. Was machen die Expansionisten? Kann von Außenposten und Verwaltungszentralen anderer Reiche besetzte Gebiete mit Gewalt annektieren. Kann jederzeit Grenzverstöße begehen. Machen wir. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish, as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggled to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. Though the Romans did indeed appreciate intangibles, I might be tempted to say that their most famous creation was their legions, which were very tangible indeed. Weil wir sind jetzt einfach Römer und haben drei Pyramiden. Erinnert sich das optisch jetzt nochmal? Aber meine Truppen doch bestimmt, oder? Nö, doch. Doch. Oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, erste Frage. Können wir die noch produzieren? Ja, aber wir haben jetzt auf einmal nicht die nötigen Strategieressourcen. Warum auch immer. Okay. Aber wir können die immer noch... Das ist ja geil. Wir können die immer noch produzieren. Aber wo sind meine schönen Legionäre jetzt? Na gut. Okay. Ja. Also ich muss sagen, vom Artwork und dem Style des Games, es sieht so krass aus. Da eben die ganzen Einheiten und so. Heftig. Okay, Leute. Das war eine weitere Runde Humankind. Schaut, wie gesagt, gerne in die Videobeschreibung und kauft das Spiel im Epic Games Store, falls es euch gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.